Willkommen zu Luna the Shadow Dust. Ein Adventure, was irgendwie nur über 500 Megabyte 2020 hat, aber trotzdem wohl sehr innovativ ist. Ist so mehr so ein Independent-Game, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Und wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall mal an. Quasi ein Point-and-Click-Adventure. Ja, da können wir gegen den Tentakel-Kaktus treten. Okay, da oben ist eine Laterne. So, jetzt wird das Ganze erleuchtet. Wie gesagt, die Rätsel sind sehr, ja, wie soll man sagen, sehr alternativ zu dem, was man sonst so kennt und gespielt hat. So, wir haben jetzt ein quasi, wie soll man das nennen, ein Schloss mit einer Pyramide oben drauf gelöst. Und ich denke mal, das ist auch unser Ziel, wo wir jetzt rein müssen. Und hier müssen wir jetzt die Rätsel lösen. So, und das ist auch nicht klassisch, dass man irgendwo draufklickt. Entschuldigung. Und dann ist das gelöst, sondern man muss schon überlegen, wie man es macht. So, wie wir eben gesehen haben, ist hier ein Wandgemälde. Wenn man sich da vorstellt, löst sich das auf. Okay. Gehen wir mal zu dem nächsten. Vermute, wenn wir alle aufgedeckt haben, geht rechts die Tür auf. Natürlich auch sehr schön gezeichnet alles, finde ich. So, dann gucken wir uns nochmal das letzte an. Jawohl, hat geklappt. Dann können wir weitergehen. Also wie gesagt, das klassische Point-and-Click-Adventure mit irgendwie das, was angezeigt wird. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist jetzt, dass ein Finger angezeigt wird. Und die Rätsel sind schon sehr interessant, muss ich sagen. Also es ist schon geil gemacht, so von der Idee her. Ist halt, wie gesagt, mal was ganz, ganz anderes. So, hier zum Beispiel hat man einen Hebel, hier kann man an die Tür gehen. So. Hier hat man Katzen, hier hat man Hasen, ein Hase. Ja, und hier kann man, glaube ich, die Farben jetzt einstellen. Aber was wir machen müssen, wir müssen erstmal die Lampe runterholen. Und dann das Licht ausknipsen. So. Und jetzt vermute ich mal,
dass die erste Farbe und die rechte Farbe dazu führt, dass die Tür dann aufgeht. So im Dunkeln geht das leider nicht. Das heißt, wir müssen das Licht wieder anmachen. Schauen, ob wir die richtige Farbe finden. Das war ja, glaube ich, so eine Art Braunton. Ja, den lassen wir mal. Und dann gehen wir mal auf Blau hier. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Wieder ein Rätsel gelöst. Kann weitergehen. Das scheint mit den Bildern irgendwas zu tun zu haben. Dann, wir haben über den Türen so eine Art Mond. Und auf den Bildern auch Monde. Dann gehen wir mal durch. Gucken mal, was passiert. Okay, jetzt haben wir das erste Bild markiert. Wer jetzt hier durchgehen müsste, ein Bild mit Vollmond aktiviert werden, gehe ich mal davon aus. Nee, es hat nicht funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen zweimal durch die rechte Tür wahrscheinlich. Weil was nämlich passiert, wenn man durch die rechte Tür geht, fängt man links wieder an. So. Gehen wir durch die Tür. Hat auch noch nicht so ganz funktioniert. Versuchen es nochmal, ansonsten müssen wir wieder durch die linke Tür gehen. Mal schauen, ob wir da ein Muster erkennen. So. Jetzt müsste eigentlich, da ist ja ein Hase mit einem Sichelmond. Ne, wird gar nicht aktiviert. Nach rechts. Ja. Ja, müssen wir wohl mal rechts lang gehen, mal schauen, wie wir das Rätsel lösen. Ich sehe auch, dass die Monde auf den Bildern sich verändern. Haben wir noch zwei Kerzen, die wir anzünden müssen. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Nee. Hat nicht funktioniert. Ja, mal so weit links lang gehen. So. Gucken, können wir denn irgendwas anderes noch anklicken?
wir nochmal nach links. Okay. Versuchen wir jetzt nochmal nach rechts zu gehen. Ja. Hoffen, dass wenn wir jetzt nach rechts gehen, auch alles in Ordnung ist. Ja, wir haben es geschafft. Mann, das ist ja faszinierend. Und wieder geht es einen Raum weiter. So, jetzt ist es hier windig. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Oh, da ist ein Brett runtergefallen. Wir haben hier Pflanzen, die wir nicht anklicken können. Eine Tür, die nicht aufgeht. Ich hoffe, dass wir hier jemanden befreien können. Ah, sehr gut. So entstehen Freundschaften. Super. Ach, jetzt können wir mal tauschen zwischen den Charakteren mit Space. Jetzt bin ich der. Jetzt bin ich wieder. Okay. Auf jeden Fall ein Level weiter. Jetzt haben wir zwei Charaktere. Sehr interessant, da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, die Rätsel werden ja auch mal komplexer. So. Ach ja, der Kleine muss ja auch mit. Jetzt die Frage, was hat er denn für Möglichkeiten? Gehen wir noch mal runter. Vielleicht müssen wir den auch hochheben. Das ist eine gute Frage. Wechseln wir mit anklicken, wechseln wir nur einen Charakter. Mal gucken, ob ich den Stein irgendwie bewegen kann. Ne, ich kann ja auch nicht gehen. Was wir natürlich bräuchten, wäre so eine Art Seil oder so.
Gibt's ja die Möglichkeit, dass ich da reingehe und von oben Seil runterwerfe. Da. Ja, den ganzen nach links transportieren. Wir stellen immer um Stein, wechseln mal einen Charakter und überlegen. Ne, das funktioniert auch nicht. Was ich halt faszinierend finde. Kleine muss doch die Möglichkeit haben, hier hochzukommen. Und ich kann auch nichts anderes anklicken, das wundert mich halt ein bisschen. Können die auch gar nicht rüberspringen. Können die eigentlich gar nichts machen. So. Ich habe eine Idee. So, halt. Nochmal. Hier rauf, auf die andere Seite. So. Und jetzt schieben wir die Kiste. Ah, alles klar. Jetzt haben wir's. Wir schieben die Kiste zu dem Stein. Und vom Stein eine kleine drauf. Müsste das funktionieren. Jawohl, super. So. Jetzt ist die Frage. Sie kann ja die Kiste nur schieben. Ah, okay, so. So müsste es jetzt haben wir es. Jetzt kann sie hier rüber klettern. Hier runter klettern. So. Wir wechseln mal. Er kann hier hoch. Kann darauf. So. Jawohl, jetzt haben wir es. Und sie kann jetzt nach rechts rüber gehen. Und zur Leiter. Ja, ist doch mal ein faszinierendes Rätsel. Ja, funktioniert super. Ja, ich würde sagen, wir kommen wieder eine Stufe weiter. Und wieder hoch. Das erfordert ganz schön viel logisches Denken.
nächste Leiter. Hier ist eine Tür. Was kann sie eigentlich machen? Sie kann an dem Rad drehen. Okay, das haben wir jetzt verbunden. Ich glaube aber, dass die Tür die ist zu. Nochmal drehen, schauen wir. Seltsam finde, er ist jetzt auf der linken Seite, das ist auch in Ordnung. Ich habe den Korb voller Obst, ich kann aber leider nicht, ich kann den versuchen zu schieben. Über diesen Korb rüberklettern. Er kann auch nicht mehr anklicken. Ah, hier ist auch noch ein Hebel. Was ist jetzt passiert? Vermute ich doch mal, dass er hier hingeht und wird dann eingesogen, oder? Dass er nach oben transportiert wird. Aufnehmen, irgendwas. Nee. Obstkorb, okay. Thank you.
so geht's, okay. Gelöst. Kann ich jetzt irgendwas drehen oder so? Ne, er kann soweit erstmal nichts machen. Die Tür ist immer noch zu. Immer noch zu. So, jetzt machen wir mal Folgendes: Wir drehen noch mal am Rad. So, wechseln den Charakter noch mal. Kann sie denn hier über den Stein hier hochlaufen? Nee. Jetzt mit der Tür aus. Hier ist immer noch zu. Wir können die Leiter wieder nur rund. Lass wir jetzt hier mal runterklettern. Oh. Ich dachte, der kann hier in den Eimer rein. Wir können eins noch versuchen. So, sie geht jetzt hier rüber. Da komm, loslassen. Ja, genau, er geht jetzt hier erstmal um den Stein. So. Geht jetzt noch da.
dir nochmal. Zu dem kleinen Mops oder wie auch immer. Der geht jetzt hier drauf. Dann wechseln wir wieder. Dann schieben wir das hier nochmal unter der Absauganlage. Das Ganze. Ah, alles klar, hat geklappt. Jetzt hoffe ich ja, dass er da heile rauskommt. Nö. Ja gar nicht, wie oft wir das vielleicht wiederholen müssen. So, jetzt ist das Wasser aufgeladen. Druck ist da. Rohrwechsel. Auffüllen, Rohr wechseln, okay, dann habe ich jetzt eine andere Idee. Kleine, der muss jetzt hier erstmal lang gehen. Dann auf den Stein, auf den Korb, auf die Maschine. So. Sie sollte erstmal loslassen. Geht dann nach rechts. Schiebt den Korb dann nach links. Nochmal. So, super. Jetzt nochmal das Rohr drehen. So, jetzt wechseln wir den Charakter. Wenn das hier runterkommt, diese Drehschraube, dann hoffe ich doch, dass wir da hingehen können. Ja, super. Genau so wollte ich das haben. Prima. So, und jetzt müsste theoretisch das Rohr nochmal gewechselt werden. Jetzt kann er da raus. Zack. So, er ist jetzt hier. Hat bestimmt weh. Ah, das ist die verschlossene Tür. Könnt ihr jetzt das Holz wegmachen? Prima. Und jetzt kann sie durch die Tür. Das hat aber gedauert. Wow. Thank you.
geil, wie er da hochhüpft. Ja, faszinierend. Was geil, ist das eine Katze? Oder ist das ein Mops? Krass, schon wieder eine Stufe höher. Und das alles ohne Text. Oh, hier ist wieder was mit Farben. Hier ist eine Kurbel. Kann sie denn hier irgendwie das Licht ausmachen? Nee. Müssen wir irgendwie was reinkriegen. Wir müssen irgendwas runterkurbeln. Ja. So, jetzt kann sie auch nicht mehr das Licht anklicken. Das funktioniert auch nicht. Eigentlich mit der Pflanze hier. Die müssen wir irgendwie wahrscheinlich vergiften oder so. Müssen uns irgendwas brauen. Gucken, was kann denn unser Charakter hier alles? Unser zweiter, unser Mops oder wie auch immer. Das Ganze um. Alter. Krass. Die Maus hinschieben können. Ich hoffe, sie frisst die Pflanze auf. Ah, alles klar. Wir müssen ja mal zusammenarbeiten. Das heißt, ja, andere Seite. Und kann ich die jetzt nicht von der anderen Seite schieben? Muss so möglich sein, wenn ich jetzt hier anklicke. Ah, das funktioniert, okay. Alter, das ist ja mal krass. Was für ein Rätselhammer. So. Das ist ja soweit auch in Ordnung. Ich vermute mal, dass wir aber eine Kerze oder so brauchen.
heißt, wenn sie ausatmet, müsste da eine Kerze sein, die das Ganze hier im Brand steckt. Springen. So, und hier fehlt irgendwie, bin ich der Meinung, eine Kerze oder irgendwas. Okay, was passiert eigentlich? Das Prozedere machen ohne mit der Maus. Wir haben hier eine volle Schüssel hier. Die auch nach links schieben können. Ja, können sie mal nur nach rechts schieben. Aber wir können auch mit dem Charakter jetzt hier nichts mehr anklicken. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, weil wir brauchen hier, wie gesagt, irgendwie wahrscheinlich eine Flamme oder so. So, hat er denn noch die Möglichkeit? Der kleine Mops. Wir springen hier wieder drauf. Da muss die Ratte auch näher ran. Aber komm her, Mops, du gehst jetzt hier erstmal drauf. Da können wir sie nicht schieben. Machen. Versuchen wir es noch mal.
Muss ja irgendwann klappen, vielleicht beim dritten Mal. Das denn gemacht? Der ist doch vorhin hier auch drauf geklettert irgendwie. Sag ich, wenn sie zweimal dreht, was kommt dann? Und nochmal. Ah! Alles klar. Das ist ja schon mal wieder eine ganz andere Ausgangslage. So, dann schieben wir die Maus erstmal dahin. Machen alles wie vorher und dann gucken wir mal, wie das ist, wenn sie jetzt so ein Hai gefressen hat. Fische oder was das ist. Jetzt wird ja wieder nichts passieren hier. Ja, kommen wir hier drauf. Wackelt's bisschen und dann ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt frisst die Maus ja diesen Piranha oder was das ist. Ne, Hai war das, oder? Fisch? Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ah, da oben sind ja auch die Rezepte. Pilz, Fisch und dann gibt es noch eine Chili. Chili ist wohl ganz scharf. Es könnte sein, dass das sogar dann den Brand auslöst. Kleiner Hinweis im Spiel, wir haben es gar nicht gesehen. Das ist ja schön. Ja, kommen hier mal drauf, gucken, was jetzt passiert. Ha! Du springst jetzt hier wieder drauf. Jetzt haben wir auch die Lösung. Du musst jetzt nochmal. Und wir brauchen jetzt was in. Genau, richtig. Und das verursacht Feuer. Ja, sehr gut. Es hat aber gedauert. Aber man sollte echt gucken, ob da nicht irgendwelche Lösungsvorschläge sind. Dieser Zettel über dem Kamin, den habe ich echt nicht gesehen. Das ist ja unglaublich. Alles reine Logik. Also, was lernen wir daraus? Wir müssen öfter mal an dieser Kurbel drehen. Und ich wette mit euch, das war die Lösung. Jetzt springt er hier drauf und jetzt brennt der Busch weg. Ja. Genau, mein Reden. So. Jetzt könnten wir natürlich Wasser nehmen, dann würde das Wasser das Ganze löschen, aber ich glaube, oder ich vermute mal, wir sollten die Pilze nehmen. Mehr gepustet wird. Jetzt wird die Ratte wieder fett fressen. Ja, das schmeckt dir, ne? Genau. Das Schöne ist ja in dem Spiel, man hat keine Eile. Man kann nur ganz gemütlich klicken. Okay, da
ist nichts passiert, dann muss man wohl doch aufs Wasser dann gehen. Also nicht die Pilze, sondern Fisch. Müsste es jetzt gewesen sein. Gehe ich mal von aus. So. Jetzt. Prima. Das ist da, so, und jetzt ist der Ganze quasi bröselig und morsch. Und jetzt können wir mit den Pilzen Wind erfachen und das Ganze zum Einsturz bringen. Dann haben wir es. So, einmal muss die Ratte noch herhalten. Die tut mir schon richtig leid, aber ich würde ja gerne zum Mampfen. Zier dich nicht. Ja, das ist klasse. Das gefällt mir. Das wird klappen. Charakter wechseln und zack. Jawohl, das war's. Und weiter geht's. Ich würde aber sagen, wir beenden jetzt hier das Spiel erstmal und werden das dann auf jeden Fall weiterspielen. Ich finde das sehr faszinierend, muss ich sagen. Das war mal so ein bisschen mit Geduld und logischem Denken, aber das ist ja nicht verkehrt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, würde mich auch interessieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin. Euer Just 20.